Hier ist das filmische Allerlei. Hallo Leute! Jetzt gab's eine Dokumentation und zwar All the Beauty and the Bloodshed. Wo es um Nan Golding geht. Nan Golding ist Fotografin, die ist fast 70 und hat einen Kampf angesagt gegen die Opioidkrise in den USA. Sie ist schon früh Fotografin, 60er hat sie, glaube ich, ungefähr angefangen, 60er, 70er, 80er. Ihre Fotos behandeln viel das Thema Liebe, Sexualität, Drogen, Gewalt und ganz wichtig ist ihr die LGBTQ+-Subkulturen. Da war sie schon immer mit drin, hat das halt festgehalten und ähnliches. Also auf jeden Fall eine sehr interessante Persönlichkeit und auch sehr interessante Fotografien. Und hier ist es so, dass einerseits ihre Geschichte erzählt wird mit Dia-Vorträgen, intimen Dialogen, Fotografien, seltenem Filmmaterial, wird ihre Vergangenheit erzählt. Aber das Hauptthema eigentlich ist, dass sie einen Feldzug startet gegen die milliardenschwere Familie Sackler, die halt große Verantwortung an der pandemisch ausbreitenden Opioidkrise in den USA hat, weil sie, ich glaube, es war auch schon in den 60ern, ich weiß es nicht mehr genau, Mittel rausgebracht haben, Schmerzmittel, die schwer abhängig machen. Und das halt das Problem ist. Und es sterben jährlich über 100.000 Menschen in den USA an den Folgen von den Medikamenten, die sie nehmen und dann oft abrutschen in anderen Abhängigkeiten, meistens halt Heroin. Und das behandelt dieser Film. Und dieses Thema ist natürlich extrem wichtig, weil für sie es eine große Rolle spielt, dass die Familie Sackler Geld spendet für Museen, für Universitäten und ähnliches. Und sie ein Riesenproblem damit hat, dass die Kunst sich von so einer Familie bezahlen lässt, beziehungsweise das unterstützt und auch dieser Familienname in diesen Gebäuden immer groß vertreten ist. Und natürlich möchte sie noch mehr. Sie möchte eigentlich, dass diese Familie des Mordes angeklagt wird. Wir wissen, dass sowas extrem schwierig ist, aber ich verstehe ihren Wunsch. Dazu muss man sagen, sie war den Drogen selber nie abgeneigt, aber durch, ich glaube, eine OP oder irgendwas, musste sie auch Medikamente nehmen und ist da auch in die Medikamentenabhängigkeit gerutscht. Ich glaube, von diesen Tabletten darf man 4 am Tag nehmen. Sie war irgendwann bei 18 am Tag. Und das ist natürlich mit ein Grund, weswegen sie dagegen vorgehen möchte und diesen Kampf seit Jahren mit Leuten macht, die Menschen verloren haben dadurch. Und oft sind es halt leider Eltern, die ihre Kinder verlieren. Das sind erwachsene Kinder, aber trotzdem sind es ihre Kinder. Und das ist wirklich furchtbar mit anzuschauen. Was ich einen Nachteil an dem Film finde, ist, dass ihre Geschichte zu viel erzählt wird. Nicht, dass es nicht uninteressant ist, aber darüber geht so ein bisschen verloren, worum es eigentlich geht. Also ich finde, da hätte man vielleicht eher 2 Dokus draus machen können oder sie ein bisschen zweiteilen, aber auf jeden Fall ihre Geschichte kürzer. Auch wenn ich sie wirklich toll und spannend fand, aber es geht verloren, worum es eigentlich geht, ein Stück weit. Man kommt da immer wieder raus. Und das fand ich ein bisschen schade, weil das Thema extrem wichtig ist. Weil es schwappt auch nach Deutschland rüber. Natürlich, Gott sei Dank, ist es nicht so extrem wie in den USA, aber geil ist es trotzdem nicht. Und auch hier ist das Problem, dass dadurch Leute in die Abhängigkeit rutschen und auch Leute hier schon dran gestorben sind. So. Dieser ganze Film ist total gut gemacht, es sind tolle Bilder, es ist total spannend. Und auch was sie dann im Endeffekt
immerhin erreicht, finde ich, ist toll. Ich will jetzt mal, also klar, man kann es nachlesen, man kann das alles rauskriegen, aber ich will jetzt mal nicht darüber so viel erzählen, dass Menschen wie ich, die sie nicht kennen und die Geschichte nicht kennen und die Dokumentation trotzdem gucken wollen, nicht zu sehr spoilern, wo es hingeht und wie viel sie erreichen. Regie hat geführt Laura Poitras, die, glaube ich, hauptsächlich Dokumentation macht. Die hat auch Citizen 4 gemacht über Edward Snowden und hat dafür 2015 den Oscar bekommen. Und dass das eine hohe Qualität hat, ist fantastisch. Und auch die unterschiedlichen Beweggründe, weswegen Leute mit ihr zusammen kämpfen. Also sie als ehemals selber abhängige Menschen, die Leute verloren haben und solche und junge und ältere. Also da ist, das ist eine interessante Community, die da entstanden ist und die dafür kämpfen und auch wie sie dafür kämpfen. Fand ich unglaublich gut. Ich fand es sehr bewegend. Ich hatte regelmäßig Gänsehaut. Aber ich sage, er schleppt sich ein bisschen durch zu viel Erzählen von ihr. Also über sie. Der ist 122 Minuten lang. Die Länge ist trotzdem eigentlich nicht das Problem, sondern tatsächlich nur das zu viel ihrer Vergangenheit zu erzählen und das zu lang zu erzählen. Der startet am 25. Mai in den 23 in den deutschen Kinos. Ganz wichtig, wirklich, wirklich, wen das Thema interessiert, guckt euch den bitte, bitte im Kino an. Also jede Unterstützung braucht dieser Film. Eine FSK habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gefunden, aber ich vermute eine 06, 12, keine Ahnung, also ich glaube nichts Aufregendes, weil das Thema ist zwar schwer und das Thema ist, aber im Endeffekt glaube ich, ist dann, ja doch, es geht auch immer ein bisschen um Sexualität, deswegen vielleicht auch eher so eine 12, ich weiß es nicht genau, aber trotzdem unglaublich starke Doku, ich mochte den sehr, deswegen kriegt er von mir eine 7,5 von 10. Wenn der Fokus noch mehr auf die Sacklers und das Thema, also die Opioid-Krise gewesen wäre, dann hätte ich ihm noch mehr gegeben. Genau, aber es ist wirklich ein unglaublich sehenswerter Film und geht dafür bitte gerne ins Kino. Wenn euch die Kritik gefallen hat, dann abonniert mich doch und hinterlasst ein Like und aktiviert die Glocke. Und wenn ihr das als Podcast hört, dann gerne auch mir folgen und mir 5 Sterne geben oder welche Bewertung auch immer geht. Ich freue mich über alles und danke euch sehr für eure Unterstützung und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.